dem Bild mit drauf. Aber ansonsten sehe ich gar keine Zahl. Scheiße! Wo ist die Zahl? Verflixt noch einmal. Ist das da eine Zahl? Eine 8? Nee. Nee, nee, nee. Och Mann! Wieso sehe ich die denn jetzt nicht? Na, war klar. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Naja, ich kann natürlich alles jetzt ausprobieren. Das heißt, eins ist das und so und dafür das dann immer eingeben. Aber wenn ich mich nicht ganz irre, und ich tue es offenbar, wird wahrscheinlich 7 oder 9 so sein. Nun gut, ich finde die Zahl nicht, deswegen schiebe ich das Rätsel einfach nochmal nach hinten auf. Ja. Super, jetzt kann ich das nicht mal abbrechen. Alles klar, also das Rumgerätsel hier tue ich euch mal nicht an. Bis gleich. So, ich habe jetzt einfach eben das Spiel neu gestartet oder vielmehr ist es mir einfach abgeschmiert. Deswegen gucke ich jetzt nochmal ganz kurz in... Wo ist es? Hä? Datenbank? Was ist das? Ja, die Wahrheit. Oder der Wahrheit nach. Jawohl, wir haben's. Vier Rätsel gilt es noch zu lösen, drei gilt es noch zu finden. Eines gibt es ja noch in Flori. Oh, Briefe. Was für Briefe denn? Ah, okay. Geheime Orte. Habe ich alle sechs Orte. Ah. Da gibt es noch eines. Antikes römisches Theater. Villa Auditore. Ah, nice. Fehlender Eintrag, okay. Ah, cool, kann man aufrufen. Sehr schön. Damit weiß ich trotzdem nicht, welche mir noch fehlen. Das muss ich dann alles suchen, aber ich glaube, das mache ich offscreen. Das werde ich offscreen machen. Oh ja. So, nach oben geht es noch ein ganzes Stück weiter hier. Hier ist wohl noch einiges. Hier scheint nichts mehr zu sein auf der Seite, oder? Ah, ne. Das ist Wasser. Ja, hier unten. Da ist auch nichts mehr. Hier oben drüber ist noch was und das war's dann. Das heißt, hiernach gibt es noch ein Gebiet in Venedig. Dein erbärmliches Leben ist vorüber. Ha, voll der gute Konter, ey. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ah! Oh, ich töte schon. Ich muss fort. Bleib zurück. Oh. Kriegen wir den noch? Nein. Gut, dann nicht. Meine Börse ist fort. Ja, hier habe ich sowieso nicht genügend Kohle. Ach, was gucke ich da überhaupt nach? Ja, warum nicht? Warum hat er nicht alles auf Lager? Frechheit ist das. Da soll aber ordentlich was drin sein. Die ist ganz gut versteckt. 500. So, ich muss da rein irgendwie. Scheiß drauf. Wuhu.
Da will ich nicht lang. Hier will ich lang. Hopp, hopp, hopp. Alter, der Marktschreier, der geht mir ja irgendwie schon ein bisschen auf den Sack, auch wenn es ganz witzig ist, was er da alles ausruft. Wie macht man das? Wie macht er das? Und hopp. Och. Oh. Was machst du hier oben? Da! Lass die... Verpiss dich! Und plumps runter. Na los, komm, plumps runter, tu's für mich. Ja! Und voll drauf. Platsch. Sehr schön. Gut. Dann will ich mal gucken, ob ich da nicht einen Weg reinfinde. Wow. Das wäre schmerzhaft gewesen. Das wäre mal richtig schmerzhaft gewesen. Ah, und voilà. Schon habe ich hier den Eingang. Zum finalen Aussichtspunkt hier im Stadtteil von Venedig, bevor wir uns dann an die Hauptmission ranmachen. Den Katzensprung von hier ist dann, glaube ich, hoffe ich. Ich will nicht wieder so viel laufen. Und ich denke, danach werde ich auch nochmal eine Pause einlegen. Hm, da. Und hopp. So, da ist der Aussichtspunkt. Sehr schön, sehr schön. Und wir synchronisieren. Wie viele fehlen überhaupt noch? Werden wir jetzt sehen. Na, wie viele fehlen noch? Noch 13 insgesamt. Und da ich praktisch überall schon habe. Ich weiß gar nicht, ob es... Es gibt hier noch ein Gebiet in Venedig. Ob es da wohl 13 Aussichtspunkte gibt. Wage ich zu bezweifeln. Da es nicht so groß erschien. Ist er von Sinnen? Ja, ein bisschen. Was glaubst du, was du da tust? Stronzo! Hatte ich eigentlich noch eine Codex-Seite irgendwie? Raus, Herr. Mit dir schlafen kannst du nochmal. Oder gibt es hier eine Codex-Seite zu sehen, zu finden? Nee, wohl nicht. Na dann. Hopp, 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 hopp. Entschuldigung. Und wir haben unsere eigene Armee, oder wie sieht's jetzt aus? Also, ich weiß, im zweiten oder dritten Teil soll man ja angeblich selber Assassinen ausbilden. Mehr weiß ich nicht. Also, dass das gehen soll, weiß ich, aber inwiefern und ob das wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Bitte lass ihn hier um sein, bitte... Oh, sind wir ein bisschen betrunken? Hilfe! Okay, sprechen wir erstmal mit ihm. Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Okay. Von hier. Ein Glück, dass er noch so lange überlebt hat, dass ich noch alle Aussichtspunkte abklappern konnte und so. Requiescat in pace. Sein Lieblingsspruch, ich finde ihn cool. Klingt geil. Bartolomeo de Alviano aus seinem Käfig befreien. Oh, sehr schön. Das ging flott. Meine verehrten Kunden, ich mag vielleicht exklusiv. Hopp. Und... Mit T, das und. Ich könnte hier natürlich Kurtisanen mir schnappen, aber
Wenn mich jemand entdeckt, metzel ich ihn ab und gut ist. Ich habe frischen Schafsurin. Ah, klasse. Klingt appetitlich. Ihr habt keinen. Alter. Oh, und tschüss. Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2 lebt noch. Naja, lebte. Zack, zack, zack. Das wurde aber auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Ihr habt völlig recht. Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Großkotz. Was meint ihr denn? Da unten. Haltet sie. Tja, keine Arbeit für dich hier. Alter, was hat der denn da? Nicht überanstrengen jetzt. Hat er einen Besen? Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein. Es ist nur, dass sie uns 100 zu 1 überlegen sind. Ja, 200 Mann. Wie ihr wollt, Bella Mia. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Wartet. Mhm. Langsam vermisse ich meinen Käfig. Langsam vermisst er seinen Käfig. Soll ich ihn wieder zurückbringen? Folgt mir nach. Na, kann Bartolomeo das? Nein, er läuft genau auf den Feind zu. Klasse. Komm, schauen wir, was du... Double Kill! Alter, der macht den mit dem Besen fertig. Hahaha. Hahaha, Psycho. Genau wie ich. Gefällt mir. Sympathisch. Wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Ah, nee, das mit dem... Das hier hatte ich auch schon. Auch noch gemacht. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist? Ja. Ich gehe nicht in den... Ist was Wahres dran. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie. Oh, ganz ein harter... So, ich habe meinen erledigt. Wie sieht's mit dir aus? Kein Ding. Was haben die hier nur angerichtet? Kann ich nicht sagen. Ich kann nichts sehen. Wer ist Bianca denn jetzt schon wieder? Da gibt es ein paar Schatztruhen. Er wird noch jemanden verletzen, egal. Wenn er so weitermacht. So, schauen wir uns mal da drin um. Oh, ein bisschen durcheinander hier alles. Ja, unter den Kisten wird sie sein oder in den Kisten drin. In den kleinen Holzkisten. Die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist. Frau, Tochter oder sein Hund? Oh, eine Vase, ein Schwert. Oh Gott. Oh Gott. Das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr? Ja, Bianca nicht vergessen, ne? Gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden.
Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklasse.